Hallo Freunde, heute bin ich wieder einmal unterwegs hier im Pfälzerwald. Und ich stehe hier vor der Madenburg. Allerdings geht es heute in diesem Film nicht um die Madenburg, denn genau gegenüber der Madenburg, auf nördlicher Seite, befindet sich ein weiterer Hügel, der etwas höher ist als die Madenburg selbst. Und auf diesem Hügel lag im Mittelalter auch noch eine Ritterburg. Wie sie genannt wurde, weiß niemand. Vielleicht ist diese Anlage identisch mit der Burg Paternopolis, auf der sich die Fürstenopposition im Jahre 1076 mit dem gebannten Salierkaiser Heinrich IV. Treffen wollte. Wenn dieses Treffen damals im 11. Jahrhundert tatsächlich stattfand, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es hier war und nicht auf der Madenburg. Dafür, dass dieses Ereignis auf dieser Burg hier stattfand, spricht vor allem der Name Paternopolis, der so in den urkundlichen Erwähnungen der Madenburg nicht überliefert ist. Was mich wundert, ist die Tatsache, dass man sich nie um diese zweite Burg gekümmert hat. Sie wurde vollständig aus dem Gedächtnis der Menschheit ausgelöscht. Hier stand wahrscheinlich ein Torgebäude, das komplett fehlt. Hier liegen zwar überall noch Steine herum, aber das eigentliche Gebäude fehlt komplett. Die Fundamente sind wahrscheinlich noch unter dieser Humusschicht des Waldes begraben. Diese Burg war mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso groß wie die Madenburg, vielleicht sogar noch größer. Im Vordergrund sehen wir zwei Wälle. Der erste, kleinere Wall war wahrscheinlich eine Mauer. Und der größere, dahinter, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schildmauer oder ein Torturm. Ich vermute, dass noch ein Halsgraben zwischen dem kleineren und dem größeren Erdhügel gelegen hat, der komplett aufgefüllt ist mit Schutt und Steinen und fast nicht mehr zu erkennen ist. Vermutlich wurde sie schon im 11. oder spätestens im 12. Jahrhundert zerstört. Bekannt ist, dass die Madenburg mehrmals erobert und auch zerstört wurde. Fast jedes Mal wurde sie wieder aufgebaut. Mit den Steinen der alten, ehemaligen Burg, die hier lag. Gewaltige Sandsteinquader liegen hier. Vermutlich stammen sie tatsächlich von einem Torhaus oder auch von einer Schildmauer, die komplett fehlt. Der Innenbereich dieser Burg umfasst ein riesiges Gelände. Es muss eine wichtige und mächtige Burg gewesen sein. Jetzt durchschreite ich die Unterburg, wo sich damals die Stallungen befanden, Vorratslager angelegt waren und die Bediensteten schliefen. Auch hier liegen überall Steine verstreut im Gelände, behauene Steine. Es sind die Reste von der Unterburg. Vermutlich befinden sich auch hier unter der Humusschicht noch die Fundamente. Und nicht nur die Fundamente, wahrscheinlich auch noch ein Brunnen,
oder auch Kellerräume, die zur Nahrungslagerung benutzt wurden, und auch Verliese, wo Gefangene eingesperrt wurden. Dies alles liegt hier unter diesen Schutthäufen verborgen. Hier hat leider noch nie jemand eine Ausgrabung gemacht. Ich denke, dass in der Zukunft irgendwann mal hier eine Ausgrabung gemacht werden muss. Um die Geschichte der pfälzischen Burgen zu vervollständigen. Es ist ein riesiges Gelände, wo überall Häuser standen und Mauern waren, die heute leider zerstört sind. Hier ist ein Loch und außenrum liegen überall Steine. Es sind auch wieder Überreste eines Gebäudes. Daneben befindet sich noch eine Mulde. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Kellerräume, die eingestürzt sind. Auch im Hintergrund sind Hügel zu erkennen und ein kleiner Wall. Hier stand eine Mauer. Es war eine Verteidigungsmauer, die um den Berg lief. An diesem Eckpunkt stand wahrscheinlich auch ein Verteidigungsturm, der leider nicht mehr vorhanden ist. Ich würde zu gerne wissen, was unter diesem Hügel verborgen liegt. Dort oben, auf dieser Anhöhe, lag vermutlich die eigentliche Burg, der Palas des Borgherrn. Er war immer an der sichersten Seite der Burg, also eigentlich unangreifbar. Von dieser Seite konnte man die Burg nicht mit Katapulten beschießen. Man musste vorher diese Unterburg nehmen, um danach dann auch die Oberburg zu erobern. Hier liegen auch überall Steine im Gelände verstreut. Und wenn man diese Bäume fällen würde und diese Humusschicht entfernen würde, würde man auch die Grundmauern dieser Burg wieder freilegen können. Hier, wo ich mich jetzt befinde, ist immer noch die Unterburg. Und die war sehr groß, viel größer als zum Beispiel die Unterburg der Madenburg. Es war eine gewaltige und beeindruckende Anlage. Jetzt befinden wir uns auf dem höchsten Punkt dieser Festung. Dieser Erdhügel, den wir direkt vor uns sehen, war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wohn- und Verteidigungsturm. Auch hier werden sich Reste des Fundaments im Erdreich verstecken. Daneben befand sich wahrscheinlich ein großes Gebäude, der Palas des Borgherrn. Hier lebte er mit seiner Familie. Hier feierte er seine Feste. Und hierher lud er auch seine Freunde ein. Wo damals vermutlich dieser Wehrturm stand, ist auch noch eine große Mulde im Boden zu erkennen. Darunter, vermute ich, befinden sich noch Räumlichkeiten, die vom Erdreich komplett verschüttet sind. Weiter unten kann man noch deutlich Reste einer Ringwallanlage erkennen. Auch hier lief die Mauer um den Berg herum. Von dieser Seite aus war die Burg so gut wie unangreifbar. Der Hang war definitiv zu steil für einen Angriff. Ergo befand sich hier der Palas des Borgherrn. An dieser Stelle fühlte er sich und seine Familie am besten aufgehoben. Hier
konnte ihm so gut wie nichts geschehen. Um die Oberburg zu erobern, musste man erst einmal die Unterburg nehmen. Und das kostete viel Kraft und Menschenleben. Auch an der südlichen Ecke befindet sich eine Mulde. Auch hier befand sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wehrturm, ein kleinerer, aber vermutlich auch sehr wehrhaft. Der ganze obere Teil gehörte zum Palas. Es ist unglaublich, dass hier in diesem Gelände noch solche Burgen versteckt unter dem Waldboden liegen. Ich vermute, es handelt sich tatsächlich um die Burg Parthenopolis, die hier unter einer dicken Humusschicht verborgen liegt. Sie war vermutlich viel größer als die Madenburg. An dieser Stelle beende ich die Exkursion zu dieser geheimnisvollen und unbekannten Burganlage hier im Pfälzerwald. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und bis zum nächsten Mal bei Burgen und Ruinen des Pfälzerwaldes.